I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ich weiß nicht, ob Sigi, wegen mir jetzt Videos macht. Auf alle Fälle macht er richtig geile Videos. Ich find's cool, was er macht. Das ist auch mal was anderes. Er erklärt auch sehr viel. Ich find's super, was er macht. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen mal rein bei Sigi auf Achse. Lasst doch einfach mal bei Sigi einen Daumen nach oben da. Lasst auch mal ein Abo bei ihm. Seine Videos sind echt sehenswert. Und jetzt gucken wir Sigi auf Achse. Helfer in der Not. Schauen wir mal, was Sigi fabriziert hat. In diesem Video. Freunde, es ist wieder soweit. Eine neue Woche startet. Guten Morgen, meine lieben Freunde. So. Sigi? Mein kleiner Sigi, kann das sein, dass du abgenommen hast? Oder täuscht das? Und du bist doch nicht ernsthaft mit der Scania-Jacke im Volvo. Egal. Wir gucken mal weiter. Sag mal, heute noch. So! Wir haben Sonntag, 22.08 Uhr. Komm mal runter hier kurz zu euch. Bei mir geht die Woche los. Und ich muss noch schnell das Chaos vom Wochenende aufräumen. Weil ich habe Großeinkauf gemacht. Ne? Dass ich nächstes Wochenende, da wo ja, diese kurzfristige Weihnachten immer ist, nur noch ein bisschen Frischzeug nachholen brauche. Also ein bisschen Obst und Gemüse. Hab ich mich schon mal eingedeckt. Tada! Ganz viele chemische Nudelsuppen. Meine ganzen Büchsen und so, Dosen, die sind schon da hinten draußen im Staufach. Jo. Und das muss ich jetzt noch ganz schnell aufräumen. Karte ist schon gesteckt. Ja, quasi für die, dass es gleich losgehen kann, dass er einlesen kann, das Zeug alles noch schnell das geht schon wieder so los, wie es letzte Woche aufgehört hat, ne, mit Sprachfasching. Ich sage durch, das wird nicht besser hier. Das wird hier nicht. Was sage ich immer? Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Nicht auf dem. Nein, der Scania kommt aus Holland. Kann halt, das wird nie besser. Das sag ich euch jetzt schon mal. Ne? So, ich räum schnell mein Zeug auf. Ich muss aber langsam losfahren hier. Nützt alles nichts. Hier auch mal ein bisschen Vitamine zum Snacken. Ja? Genauso soll es auch sein. Ach du Scheiße. Kann mal irgendeiner herkommen und das Fach da oben für mich aufräumen? Bitte, bitte. Das ist ja das reine Chaos da. Oh, Alter. Das sind Videos, wie ich sie mag. Das sind Videos, wie ich sie mag. Das sind wirklich Videos, wie ich sie mag. Da kein Mensch mehr durch. Ach Gott. Ich hoffe mal, das sieht jetzt hier nicht der Falsche. Weil mit der Menge an Futter, die ich hier bei habe, ne, könnte ich ja glatt 3 oder 4 Wochen unterwegs bleiben. Ne? Ich weiß, dass du dich jetzt angesprochen fühlst. Nee, nee. Wochenende ist heilig. Ne? Sigi, wir müssen reden. Ja, Leute. Ja. Einfach, zack, zack, zack. Dann fliegt los da rein. Boah, da ist ja noch mehr. Ehrlich, das ist doch. Ich glaube, das zählt schon unter Messi-Verhalten, ne? Wenn man so viel. Wenn man. Ja, das ist schon Messi-Verhalten, wenn man alles einfach so in die Schränke reinhaut.
Ja, der Sigi ist geil. Sigi ist einfach nur cool. Der ist auch so. Der ist so wie wir, so wie Sascha, wie Mille, wie ich, wie Rollo. Wir sind einfach so und so ist er auch. Er ist einfach nur geil. So viel haltbares Futter bunkert? Ich glaube schon. Ich sing immer ohne Vorwarnung. Erster Stopp, Heuer, Neustadt-Glewe und wir brauchen Kaffee. So, wenn die gute Dame mich jetzt nicht komplett auflaufen lässt, oh, ist das windig geworden. Naja, wenn die mich jetzt nicht auflaufen lässt, dann zeige ich euch meinen allerliebsten Trucker-Lifehack, wie wir Kaffee holen. Wollen wir mal gucken, was die gute Dame dazu sagt. Hi! Wie bitte? Eine Minute, ich warte, Kollege. Eine Minute. Ja. Alles klar. Alles klar, danke schön. Können wir schon mal vorbereiten hier. André, Mahlzeit, moin. Auf zum Lifehack. Genau. Einfach die gesammelten Dosen alle abgeben. So. Platzieren wir da vorne schön. So gefällt mir das. Oh, vielen Dank. Schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ja. Tschüss. Da freut sich aber einer über den Kaffee. Auf euch, meine lieben Freunde. Ja. Da wirst du fürs Kaffee holen auch noch bezahlt. Kommt. Wer kann das von sich behaupten, ne? Fürs Kaffee holen auch noch bezahlt werden. Guck mal. Da ist er, der Kleine. Auf euch, meine Lieben. So. Grüße an Ela zurück. Einmal noch kurz. Ja, einmal pro forma nach dem Kühler gucken. Da ist alles schick. Das mache ich öfter mal, eigentlich jedes Mal, wenn ich aussteige. Jetzt habe ich natürlich beide Hände voll und kriege die Tür nicht auf, ne? Logisch. Hey, Sigi ist aber auch manchmal ein kleiner Dulli. Hallo.
haltet mich echt für bescheuert und auch so ein bisschen für verrückt und auch ein bisschen für voreingenommen. Aber dafür, dass Sigi das auch gar nicht lange macht, Alter, macht das richtig geil. Macht sie das richtig gut. Also ich find's herrlich, was er da macht. Was geht, was geht, was geht? Anscheinend noch nicht viel, ne? Es ist Montag früh, 4.51 Uhr genau. Ja, wie wir sehen, wie ihr seht. Ja, ne? Die Gardinchen sind schon zu. Ne? Da. Der Televisor läuft schon. Ach, Leute, ja. Und wenn das so aussieht, dann heißt das Feierabend. Ich hab mir auch schon meinen. Oh Gott, komm mal ein bisschen hoch, ne? Das ist ja unhöflich. Oh, der, egal. Das heißt Feierabend, ne? Feierabend, Pause, wie man es auch nennen mag. Jo. Ja, ich sag mal, Montag ist Schontag, ne? Da müssen wir es ja auch nicht in der ersten Schicht schon so dermaßen übertreiben, dass wir hier Stunden um Stunden ballern, ne? Also, muss auch nicht sein. Ich meine, ich habe ja schon seit um 4 Uhr Feierabend. Das ist ja auch immer ganz schön. Und fange an, ich weiß gar nicht, ich glaube gegen 18 Uhr, zwischen 18 und 19 Uhr. Ja, das ist ja sehr schön. Ja, man muss nicht immer jeden Trend mitmachen, ne? Hier immer nur kurze Pause und nee. Man muss ja auch mal ein bisschen, die Arbeit muss man auch mal genießen können, ne? Ja, das denke ich nämlich. Und Leute, back to the street. Ja, ich hatte ja im letzten Video, das kann ich euch hier oben mal verlinken, angekündigt, dass es diese Woche in dieser Folge um ein Thema geht, um das Thema First Aid Kit. Genau, das werden wir in dieser Folge auch definitiv behandeln. Und zwar jetzt. Und zwar starten wir jetzt in 2, 3 oder 4 Szenarien. Viel Spaß dabei, nehmt es mit Humor. Moin Freunde, hier ist wieder euer Trockerhain. Und ich muss euch sagen, mich grummelt das in Wanst. Ich habe jetzt 3 Stunden den stärksten Tabak geraucht, den ich gefunden habe. Hab dazu ein bisschen stinkigen Käse gegessen. Und jetzt grummelt mir das in Wanst. Was soll ich denn da bloß moken? Oh. Wir sind hier mitten auf der Autobahn. Oh, du kriegst nicht mal einen Parkplatz, dass du mal aufs Logos gehen kannst. Oh. Ich hoffe nicht, dass er gleich mit einem Eimer kommt. Nee, ich glaub, da muss ich um den Stanzreifen rauf. Nee, nicht schon wieder. Das ist nicht gut. Da kriegst du auch keinen Parkplatz. Nee. Jetzt stehen wir hier oben Standstreifen, der Oberhain. Das geht ja so nicht. Da kommen schon die Autos. Da roll ich unter den Arm. Jetzt aber schnell rüber über den Standstreifen. Und liebe Freunde, während Trackerhain wahrscheinlich alle 30 Minuten auf dem Standstreifen anhalten musste, um irgendwie zu kacken,
Gucken wir doch einfach mal zu dem Kollegen, dem Trager Horst. Trager Horst, was stellt der denn gerade so an? Gehen wir gucken. Trager Horst! Trager Horst! Wer ruft mich denn da? Wer stört denn hier schon wieder? Ich will hier noch einmal ruhende Wurst fressen. Was ist denn hier schon wieder? Ah! Nun hätte sich den Trager Horst den Daumen abschneiden. So eine Scheiße, weil ihr alles stört immer. Also, Ideen hat er. Ich sag ganz ehrlich, Ideen hat Sigi. Also, das muss ich ihn schon lassen. Also, auf solche Ideen bin ich noch nicht gekommen. So, Leute. Natürlich alles nur Szenario. Ne? Stand ja auch entweder da oder da oder da oder da. Irgendwo mitten im Bild. Trager Hein und Trager Horst. Den beiden geht es natürlich gut. Ne? Da brauchen wir uns keine Sorgen drüber machen. Diese beiden Szenarien haben wir uns natürlich nur angeschaut, weil wir uns heute mit dem Thema First Aid Kit beschäftigen. Was ist ein First Aid Kit? Was hab ich da drinne? Habt ihr auch eins dabei? Also jetzt nicht den klassischen Sanikasten, sondern wirklich ein persönliches First Aid Kit. Ne? Und das könnte ich aber auch nur sein wegen der Fleischwurst. Weil ich esse nur für mein Leben gerne Fleischwurst. Um uns das anzugucken, dafür steigen wir natürlich ein. Ne? Andere Leute steigen aus, wir steigen ein. Hohoho, rein in die gute Stube. So, dann gehen wir darüber. Tja, Leute, so kann es gehen, ne? Der eine kackt hinter der Leitplanke, der andere schneidet sich beim Wurstschneiden den Daumen ab. Shit happens. Was willst du da machen? Und jetzt gehen wir mal darauf ein. Mein First Aid Kit. Was ist drin? Ja, da schauen wir jetzt mal rein. Ja, Leute, dann... Auch mit dem Schnitt hat er geil drauf. Also echt. Dafür, dass es echt noch nicht lange macht, hat er sich aber echt lange damit auseinandergesetzt. Mit dem Schneiden und so weiter. Sigi, mein imaginären Hut. Geil. Richtig geil. Machen wir mal auf. Ganz klassisch. Ganz normales Päckchen. Kriegt man überall. Kriegt man bei Amazon. Kriegt man bei Temu. Kriegt man beim BW Online Shop. Kriegt man eigentlich überall. So. Ich habe hier drinnen zwei ganz normale Bandagen, nichts Besonderes. Machen wir hier weiter. Da machen wir zu. Hier habe ich drinne, wenn ich es aufkriege, Pinzette. Ganz normal. Einmal. Yo, keep it bis morgen. Etwas länger, einmal etwas kürzere Seite. Dann Grüße an deine Frau und ne, kündige mich mal das nächste Mal wieder zum Frühstück an. Eine spitze Pinzette, alles aus Edelstahl und so eine Zeckenzange kann man nicht sagen, aber so ein Zeckenhebel, auch aus Edelstahl. Hätte ich letztes Jahr schon gut gebrauchen können, hatte ich nicht, ich hatte zwei Zecken, hätte ich wunderbar gebrauchen können, ja, habe ich mir mit dem Messer rausgepult. Den Schaden merkt man kaum, Sigi, dass du letztes Jahr zwei Zecken hattest. Merkt man geringfügig. Sigi, Grüße gehen raus. Einmal Wunddesinfektion. Kann man auch immer mal gebrauchen, wenn man sich mal irgendwie, naja, irgendwo ein bisschen cuttet, irgendwo ein bisschen was aufratscht, ritscht oder etc. Hier hinten drin Kopftuch, also so ein Kopfverband. Zwei, drei Assi-Masken, ne? Wie die von früher, was man so brauchte. Rettungsdecke, gut, muss man nicht im First Aid Kit haben. Nehmen wir es nicht im Laster, da hat man seinen Sanikasten. Ich habe es trotzdem dabei, weil
Wenn ich Outdoor unterwegs bin, dann finde ich es schon vorteilhaft, auch eine Rettungsdecke separat dabei zu haben. Hier so eine, keine Ahnung, wie die ollen Dinger heißen, so eine sterilen Tupfer kannst du auch unter den Verband unterschmeißen. Ne? Naja. So, hier haben wir dann eingetütet, ganz normale Einweg-Gummihandschuhe. Mein Must-Have, was überlebenswichtig ist, Lippenherpesgel und was ich auch vorher nicht kannte, aber sich als wunderbar erwiesen hat, das sind auch so eine Herpes Sticker, so eine ganz kleinen Klebepads, macht man einen kleinen Spritzer Gel drunter, so ein Pad da drüber geklebt, wunderbar, kriegt man eigentlich überall. Und hier ist noch so ein kleiner Minispiegel mit drin, kannst Schutzfolie abziehen, irgendwo drauf kleben und dann sieht man auch, was man tut. Will ich wissen, warum Sigi ab und zu mal Herpes hat? Sigi, Erklärung bitte. Warum hast du Herpesgel mit? Ich habe mein Leben noch nie Herpes gehabt. Also das müsste Sigi uns mal erklären, warum der Herpesgel dabei hat. Das würde mich mal interessieren. Für mich ganz wichtig, so, das ist mal wieder da reinfummeln. So, haben wir. Dann haben wir hier ungefähr 200 Pflaster verschiedenster Größen, klein, groß, mittel, Pflaster, ungefähr 200 Stück. Dann haben wir hier nochmal für Kopfverletzung, Kopfschnellverband, keine Ahnung, warum ich den da drin habe, habe ich aber. Okay, packe ich nachher zusammen. Und ich werde jetzt hier nicht jede Tablette aufzählen, ja, was ist. Ich mache hier keine Werbung für irgendwelche Pharmaunternehmen oder sowas, auf gar keinen Fall. Ich habe hier diverse Tabletten, alles auf Empfehlung. Hier ist drinne ganz normal Schmerztabletten, dann ist hier drinne gegen Magenkrämpfe, gegen Durchfall habe ich hier Tabletten drinne. Was habe ich noch, wenn du erkältet bist und in die Nebenhöhlen angegriffen sind, dafür Tabletten, weil wer kennt es nicht? Was ist unterwegs schlimmer, als sich eine richtig schöne Erkältung einzufangen und nicht sofort die Möglichkeit zu haben, zum Arzt zu gehen. So, das war es erstmal im Groben. Ne? Wer kennt es nicht? Wir haben nun mal immer wieder das Problem, dass wir nicht sofort zu irgendeinem Arzt laufen können. Es ist nun mal leider so, das kennt, denke ich, jeder von uns. Man beachte, ich letzte Woche in den Videos, oder letzte Woche in den Videos. Man achtet mal da drauf. Ich habe aber auch eine Reiseapotheke mit, die zeige ich euch auch mal im Video. Uns. Und so bin ich der Meinung, sollte man zumindestens so weit vorsorgen, dass man sich ungefähr eine Woche mit Medikamenten, dass man sich ungefähr eine Woche über Wasser halten kann. Ne? Je nachdem, wo man fährt, im Nahverkehr ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Fernverkehr, national, ist es auch nicht allzu schwierig, wenn man mit seinem Disponenten drüber spricht. Du, pass auf, mir geht's total dreckig, bla bla Keks, kannst du mich innerhalb der nächsten paar Tage nach Hause holen? Sollte ja meistens alles innerhalb von einer Schicht möglich sein. An die Leute, die international unterwegs sind, ich denke mal, da wird es schon etwas schwieriger. Ne? Da wäre mein
mein First Aid Kit ein bisschen anders ausgestattet. Weniger Pflaster, weniger Binden, weil dafür hat man einen Sanikasten. Und nochmal andere Medikamente. Ja, ansonsten ist das wirklich so, was ich sage. Das habe ich persönlich. Das ist, ja, wie groß ist es? Handfläche, ne, hier. Das gute Tragerhorst. Ja, mit meinem Kopf ist man auf und ab, das ist aber normal. Da hat man sich im Laufe der Jahrzehnte, der letzten 4 Jahrzehnte dran gewöhnt, dass es so ist. Das ist halt so. Ich habe da spezielle Tabletten für und es geht. Na. Aus die gute Tragerhorst-Aufschrift, ne? Handfläche, also. Es ist schon ein bisschen groß, aber ich habe da halt auch viel Zeug drinne. Wie gesagt, Bandagen und sowas, ja, muss man nicht hier drinnen mitschleppen. Hat man eigentlich im Sanikasten, aber wenn ich Wandertouren mache, habe ich das hier trotzdem entweder im Rucksack oder am Rucksack. Weil ich habe hier an diesem Kit ein komplettes Molle-System, was wunderbar an Outdoor-Rucksäcken, Bundeswehr-Rucksäcken, kannst du das einfach übers Molle-System dran schnallen. Kannst hier vorne noch, hast auch Molle-Aufnahme. Besser geht nicht. Ja, meine lieben Freunde, dann sind wir mit dem Thema eigentlich soweit durch, denke ich. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wenn darauf Fragen sind, oder Anregung vielleicht, ja, vielleicht hat ja der eine oder andere die Idee und sagt so, boah, Sigi, Alter, das musst du da drinne haben. Das ist das Must-Have für so ein First-Aid-Kit. Knalltet runter in die Kommentare. Ne? Ja, ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support, für diese Riesenunterstützung. Mein Kanal, der wächst, der wächst, der wächst. Wir wachsen, die Community wächst. Community, ich sag's jetzt einfach schon mal so. So, und wir sorgen dafür, dass er noch weiter wächst, weil er ist ein echt geiler Typ. Es ist mega. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dass ihr euch alle an eure Vorsätze haltet. Das ist immer leichter gesagt als getan. Ich weiß nicht, macht ihr euch Vorsätze? Ich habe auf jeden Fall welche. Und zwar einige. Die werde ich euch nächste Woche in einem Video, also dann quasi, aber erst im neuen Jahr. Oder? Warte mal. Ja. Meine Vorsätze, die seht ihr erst im neuen Jahr. Und dann sage ich einfach, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, Leute. Lasst ein Abo bei Sigi, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da. Er wird sich freuen und er hat's verdient. Er hat's wirklich verdient. Sigi, Grüße gehen raus. Ich freue mich schon aufs nächste Video. No love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough.